hochkomplexe Formen, schöne Formen neigen da dazu, dass der Kunde dann entsprechend sich für ein Produkt entscheidet. Unsere Anforderung ist, das Design für den Kunden erlebbar zu machen. Mein Name ist Alfred Weber, ich leite die Abteilung Maschinentechnik im Audi Werkzeugbau am Standort Neckarsulm. Wir, der Audi Werkzeugbau, bauen Betriebsmittel, Umformwerkzeuge und Karosseriebauanlage. Wir sind bei Audi natürlich getrimmt, hochwertige Karosseriebauteile herzustellen, und dazu braucht man natürlich hochpräzise und genaue Werkzeuge. Wir haben von DMG Mori 6 Maschinen. Für uns ist es natürlich wichtig, hier Maschinen zu haben, die sehr schnell und genau arbeiten, damit wir entsprechend mehr Betriebsmittel im Jahr herstellen können. Da für uns natürlich Qualität ein sehr wichtiger Aspekt ist in den Fahrzeugen, im Endprodukt, haben wir uns natürlich auch massiv überlegt, wie wir die Qualität schnellstmöglich herstellen können. Normalerweise geht der Kunde her, kauft das Produkt, was angeboten wird. Und in diesem Fall war es so, dass wir uns im Vorfeld Gedanken gemacht haben, was die Maschine können muss, und sind dann mit diesen Anforderungen auf DMG Mori zugegangen und haben in Gesprächen eine Maschine gemeinsam auf die Beine gestellt, die den Anforderungen eigentlich entspricht. Die DMU 600 Gentry Linear hat Linearantriebe in den Hauptachsen, ist somit von der Beschleunigung deutlich den herkömmlichen Maschinen überlegen, interpoliert weniger und somit ist sie auch genauer wie andere. Es ist natürlich wichtig, wenn man jetzt eine neue Maschine entwickeln lässt, dass entsprechend die richtige Firma dahinter steht. Da haben wir natürlich in DMG Mori den richtigen Partner gesehen. Die Anforderung ist natürlich da, dass sie im Dreischichtbetrieb 15 Jahre läuft, und wir sind da jetzt sehr zufrieden. Mich begeistert natürlich die Innovation, die wir da machen müssen, und das treibt mich tagtäglich an.